Sehen ohne Augen ist genau das, was der Name sagt. Wir alle sind aus meiner Sicht mit der Fähigkeit geboren worden, unseren Sehsinn auf eine völlig natürliche Art und Weise ersetzen zu können. Nur eben mit dem Hintergrund, dass viele Menschen das gar nicht wissen, weil man uns das einfach nicht erklärt hat. Ich gehe davon aus, dass das alle Kinder können. Das ein oder andere Kind braucht vielleicht ein bisschen mehr Training, das ein oder andere Kind braucht ein bisschen mehr Unterstützung. Also gerade Sehbehinderte oder blinde Kinder, da reicht so ein Tagesseminar leider nicht aus, sondern die brauchen normalerweise mindestens 5, manchmal auch 10 oder 15 Tage Training, um das Sehen ohne Augen so zu nutzen, dass man sagen kann, sie können in ihrem Alltag visuell besser wahrnehmen als vorher. Ich hatte da als erstes nur einen Punkt von Farbe gesehen. Dann hat sich so eine gebogene Linie gezogen und dann habe ich es erkannt und dann hat sich die Brille irgendwie so ein bisschen durchsichtig gemacht und dann habe ich was gesehen und konnte alles erkennen. Ich konnte sogar alle schwierigen Teile von einem Puzzle erkennen. Ja, ich fand es total interessant, dass man sehen kann ohne Augen. Und das ist für mich eigentlich nicht vorstellbar. Also mein Gefühl sagt, da gibt es bestimmt irgendwas, aber mein Kopf sagt da was ganz anderes. Und ich wollte ihm einfach die Chance geben, das zu erlernen. Ja, so im ersten Moment habe ich gleich mal geguckt, ob er irgendwo schummelt. aber das ist natürlich der Kopf dann wieder, aber es freut mich ganz arg für ihn und bin mal gespannt so im Alltag, wie wir das dann so üben können und nutzen, weil er schon gemeint hat, ja Mama, da kann ich ja im Dunkeln sehen. Ja. Ich sehe einen Fuchs. Jetzt sehe ich einen Papagei. Ein Strandvogel. Ich sehe ein Mickey Maus mit ihrem Freund, ein Delfin, 4 Finger, 2 Finger, ein paar Luftküsschen. Ich denke, wenn ein Kind zu Hause in einem liebevollen Umfeld groß geworden ist, nicht so viel mit Computern und anderen Dingen, die technisch sind, konfrontiert wurde, also Kinder, die, sagen wir, nicht mehr als 1 bis 2 Stunden Medienkonsum am Tag hatten, vielleicht auch in der Woche, oder die tun sich oft viel, viel leichter als Kinder, die stundenlang vor den technischen Geräten sitzen und dort ihre Freizeit verbringen. Also die Kinder haben es einfacher mit dem Sehen ohne Augen, wobei jedes Kind ist unterschiedlich, jedes Kind ist anders, das zu uns kommt, und von daher kann man im Vorfeld nie so genau sagen, wie lange ein Kind braucht, um das Trainingsergebnis zu erzielen. Also das hier sieht aus wie so ein T. Ja. Das hier sehe ich wie so ein T. Tut das weh? Jetzt hast du die ganz anstrengend. Ja. Okay, dann gucken wir mal, ob du meine Finger sehen kannst. 3, 5, 3. Und was mache ich jetzt? So. Ja, sehr gut. Und was mache ich jetzt? Wow, ja, das klappt ja super, sehr cool. Dann viel Spaß noch beim Üben. Ich war neugierig, mein Mann war neugierig, als er das Angebot gesehen und gelesen hatte. Wir hatten im Internet schon Berichte gehört und waren einfach neugierig, ob das so schnell geht, ob das so klappt. Und ich bin verblüfft, ja, hat geklappt. Und was kannst du alles sehen durch die Brille? Bilder. Aha. Und Farben. Und dann ist es plötzlich gekommen? Ja, etwas. Und du wolltest ja eigentlich noch später mal mit Brille Fußball spielen können, ne? Mhm. Es kann sich jeder anmelden. Also jeder Mensch, der einen einigermaßen gesunden Körper hat, kann bei uns das Sehen ohne Augen lernen und auch trainieren. Wir bieten auch Erwachsenenseminare an, die gehen bei uns 5 Tage. Und da unterstützen und begleiten wir eben als Sehen ohne Augen-Team Erwachsene auf ihrem Weg zum Sehen ohne Augen. Wie man Fahrradfahren trainieren kann, so wie man zum Beispiel Klavierspielen trainieren kann, genauso kann man auch das Sehen ohne Augen trainieren.
Beim Sehen ohne Augen trainieren wir Gehirnareale, die wir sonst im Alltag so gar nicht nutzen. Schildkröte. Ja. Rot. Blau. Gelb. Jawohl. Ich liebe Hirnerweiterungen. Und dass das möglich ist. Und als ich die Videos gesehen habe, war ich einfach total begeistert. Und dann habe ich es dem Thaddäus gezeigt und meinem Mann. Und sie waren genauso begeistert. Wirklich mega. Ich habe mir schon gedacht, dass er das kann. Gut, schnell. Aber das zu sehen und dass er dann schon hier Fußball spielt und Bilder erkennt, phänomenal. Du bist jetzt gerade hier beim Kinderseminar Sehen ohne Augen. Ja. Und wie hat sie gefallen? Gut. Am Anfang haben wir Spiele gemacht, dann so Karten. Das ist ein Delfin. Ein Papagei. Ein Fuchs. Also ich habe irgendwann Licht gesehen. Ja. Dann war es plötzlich, habe ich hier überall Licht gesehen. Und ganz am Anfang, vor dem Seminar, war alles dunkel, wo du das erste Mal aufhattest. Ja. Und wie ist das jetzt so? Das zu können? Gut. Ja. Und jetzt kannst du sogar schon Fußball spielen? Yep. Sehr schön. Ich glaube, dass wir überhaupt viel mehr können, als wir so normal denken. Ja, und das mal kennenzulernen, so eine Möglichkeit zu erfahren, dass man eigentlich mehr ist, als man normal denkt. Ja, das ist also nicht nur konkret eine Erfahrung, sondern ist auch so eine neue Perspektive. Ja, der Thaddäus hat hier gleich Fußball gespielt mit Maske, ja. Das hat wunderbar geklappt. Bin überrascht, wie gut es geht. Ja, okay. Und was erhoffst du dir jetzt dadurch, dass er das jetzt gelernt hat? Könnte das jetzt bewirken? Ja, erweitert und öffnet einfach seine Möglichkeiten und seinen Geist. Und das ist eine neue Fähigkeit, die er so ins Leben hinein mitnimmt. Er ist eigentlich ein offenes Kind, aber das zeigt ihm, dass er halt neue Dinge, auch ungewöhnliche, dazulernen kann. Wenn man dieses Gehirnareal trainiert, dann kann man sich, wenn man das weiterübt, besser konzentrieren. Auch die Wahrnehmung wird gestärkt und gefördert. Das heißt, ich trainiere auch, wenn ich jemandem gegenüberstehe, wird so eine Partnerschaft, wenn ich jetzt in den Businessbereich gehe, wird die sich als erfolgreich herausstellen oder sollte ich lieber die Finger von dieser Partnerschaft lassen? Genauso wie Wahrnehmung, ist es sinnvoll, jetzt irgendwo hinzugehen oder tue ich mir einen Gefallen, wenn ich jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht dorthin gehe? Wenn wir vorher spüren können, vorher wahrnehmen können, macht es Sinn, da hinzugehen oder nicht, dann können wir im Vorfeld schon über diese trainierte Wahrnehmung, über das Sehen ohne Augen, über die trainierte Intuition viel feiner wahrnehmen, ob uns diese Begegnung, ob uns diese Absicht, an einen Ort zu gehen, ob die für uns zielfördernd ist oder eher nicht. Und wenn man diesen Vorteil hat, dann kann man sich eine andere Realität gestalten, mit der man zufriedener leben kann, mit der man praktisch für sich selber mehr in Einklang kommt. Hier sieht man, es sind keine Löcher drin. Ganz schwarz, alles schwarz. Also als erstes muss ich so blinzeln und dann wird es irgendwie immer heller. Hier zum Beispiel hier den Uhu, den musste man erraten. Wenn man die Brille so aufsetzt und den Uhu sieht, dann bekommt man den Sticker. Ja, super. Warte, ich war falsch, Junge! Ja, super. Beim Sehen ohne Augen synchronisieren sich die Gehirnhälften. Das macht nochmal viel aus, wenn man sich überlegt, dass synchronisierte Gehirnhälften dazu beitragen, dass wir leichter lernen, dass wir schneller lernen. Dann ist das nochmal ein zusätzlicher Effekt beim Sehen ohne Augen. Viele Kinder, viele Menschen, die zu uns gekommen sind, haben auch festgestellt, dass ihr Selbstvertrauen gestärkt wurde. Ich habe manchmal Menschen bei uns, die sagen, ich habe viele Ängste im Alltag. Und wenn ich diese Menschen dann manchmal 2-3 Monate nach einem Seminarbesuch bei uns wieder treffe, dann sagen sie, ja, es geht mir eine ganze Ecke besser. Ich fühle mich viel wohler, auch in meinem Alltagsgeschehen und in meinem Alltagserleben, weil diese Ängste doch um ein Vielfaches zurückgegangen sind über das Training und über das aufgebaute Selbstvertrauen. Also wir haben Eltern dabei, die möchten, dass ihre Kinder besser in der Schule zurechtkommen. Wir haben Eltern dabei, die möchten, dass ihre Kinder selbstbewusster werden, sodass sie besser Anschluss in der Schule bekommen. Wir haben Eltern dabei, die sagen, das ist mir alles zweitrangig, mir ist wichtig, dass mein Kind seine mitgebrachten
in sich tragenden Fähigkeiten entwickelt, dass es sein Bewusstsein entwickelt, dass es praktisch den spirituellen Weg leichter versteht und mit mir zusammengehen kann. Dann haben wir sehbehinderte und blinde Kinder bei uns, die natürlich das Sehen ohne Augen dafür nutzen möchten, dass sie visuell im Alltag viel, viel besser wahrnehmen als vor dem Training. Also da gibt es ganz unterschiedliche Motivationen, warum die Eltern ihre Kinder bei uns anmelden. Stefan? Okay, machst gesetzt? Ja. Warte, wo ist denn okay. Soll ich hinter dir herfahren? Nee, es geht. Okay, ab zur Stadt. Applaus für Janka! Sehr gut! Hallo, Sophia! Sehr gut, und zur Mama! Super! Applaus! Bravo! Geht dann zur Absetzung. Auch sehbehinderte Kinder haben Erfolge. Wir haben ja heute in der Lage, war stabil Farberkennung wiederzugeben. Das heißt, er war in der Lage, wenn man ihm ein Farbblatt hingehalten hat, dass er ganz konkret sagen konnte, welche Farbe dieses Farbblatt hat. Und ich finde, für einen Tag Training ist das ein wunderbares Ergebnis. Meine persönliche Motivation ist, dass ich hierin einen Sinn sehe, Menschen zu unterstützen, Menschen zu helfen, ihr Bewusstsein zu erweitern, und mein Wunsch ist, dass die Menschen über diese veränderten geistigen Fähigkeiten dazu beitragen, dass Dinge, die im Moment in unserer Gesellschaft oder auf unserem Globus nicht in Ordnung sind, wieder mehr in Ordnung kommen, unserem schönen Planeten in Harmonie und in Frieden zusammenleben können. Und wer weiß, vielleicht können wir das Spiel, was sich Materie nennt, auch irgendwann so beenden, dass wir sagen, wir gehen alle zusammen in einen anderen Zustand, in dem die Materie nicht mehr ganz so fest ist.